Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Stichler. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Viele Vorschläge zur Terrorabwehr sind in der Diskussion seit den Anschlägen von Würzburg und Ansbach. Doch nicht alle finden sich wieder in dem Sicherheitskonzept, das Bundesinnenminister de Maizière heute vorgestellt hat. Ein Burka-Verbot oder die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft hält der Minister nicht für sinnvoll. Wohl aber Maßnahmen gegen straffällige Ausländer und sogenannte Radikalisierer. Auch die Polizeibehörden sollen personell aufgestockt werden. Nach den Anschlägen von Würzburg und Ansbach will der Innenminister ein Signal setzen. Der Staat ist stark. Deutschland bleibt ein sicheres Land mit einer starken Polizei, mit gut aufgestellten Sicherheitsbehörden, mit intensiver Präventions- und Integrationsarbeit und dort, wo es sein muss, auch mit der Härte des Rechtsstaats. Es geht um drei Bereiche. Zum ersten soll die Bundespolizei personell noch einmal deutlich um mehrere tausend Beamte verstärkt werden. Und vor allem in Bahnhöfen soll es mehr Videoüberwachung geben. Zweiter Punkt, die Terrorismusvorbeugung. Flüchtlinge sollen die Möglichkeit haben, in ihrer Sprache Beobachtungen über radikalisierte Mitbewohner an die Behörden weiterzugeben. Das findet Zustimmung auch bei Pro Asyl. Flüchtlinge sind geflohen vor Terror. Sie werden Teil dieser Gesellschaft werden und sie werden, wie jeder andere Mensch in Deutschland auch, Hilfestellungen leisten, wenn man sieht, da dreht jemand durch, da will jemand einen Terrorakt vergehen. De Maizières dritter Punkt, das Aufenthaltsrecht wird verschärft. Für die Abschiebehaft gibt es den neuen Haftgrund Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Skepsis bei den Grünen. Vielleicht sollte die Bundesregierung erst einmal schauen, wie die Gesetze, die sie beschließt, wirken, anstatt immer wieder neue Gesetze zu fordern. Und vielleicht sollte sie auch dafür sorgen, dass ihre Behörden gut arbeiten und die Gesetze, die sie beschließen, auch umsetzen, anstatt immer wieder mit neuen Forderungen zu kommen. Zu den Vorschlägen des Innenministers gehört auch die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft, wenn sich ein Deutscher im Ausland einer Terrormiliz anschließt. Das geht aber nur, wenn diese Person eine weitere Staatsbürgerschaft besitzt. Erneut rückt der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland in den Blickpunkt der Weltpolitik. Nach neuen Spannungen wird der UN-Sicherheitsrat noch heute darüber beraten. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Poroschenko die Armee des Landes in höchste Kampfbereitschaft versetzt. Auch Russland hatte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auf der Halbinsel Krim angekündigt. Russland hatte die Krim 2014 nach einer umstrittenen Volksabstimmung annektiert. Auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats ordnet der russische Präsident heute Morgen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auf der Krim an, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Eine indirekte Drohung an die Adresse Kiews. Daraufhin versetzt der ukrainische Präsident seine Soldaten in erhöhte Kampfbereitschaft. Und das nicht nur an der Grenze zur Krim, sondern auch in den umkämpften Gebieten der Ostukraine. Auslöser der jüngsten Spannungen ist ein angeblicher Angriff auf die Krim von ukrainischer Seite. Das russische Fernsehen zeigt Bilder von Sprengstoff, Zündern und Handgranaten, die bei den festgenommenen Saboteuren gefunden worden sein sollen. Der Angriff soll bereits am Wochenende erfolgt sein. Natürlich sind jetzt die für September geplanten Gespräche mit den Regierungschefs der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs vollkommen sinnlos geworden. In Kiew bestreitet ein Militärsprecher jegliche Verwicklung in den Sabotageakt. Die Ukraine war an den bewaffneten Aktionen auf der Krim in keiner Weise beteiligt. Solche Aktionen und die Anschuldigungen des Kremls sollen nur das Minsker Abkommen hintertreiben. Das Abkommen hat bislang zu keiner dauerhaften Waffenruhe in der Ostukraine geführt. Im Gegenteil, die Kämpfe dort haben sich in den vergangenen Wochen wieder verschärft. Nach Annäherung an Russland hat die Türkei die Regierung in Moskau zum gemeinsamen Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien aufgerufen. Die Idee für Operationen liege auf dem Tisch, sagte der türkische Außenminister Çavuşoğlu dem Sender NTV. Die Türkei werde sich auch wieder an Luftangriffen gegen den IS beteiligen. Unterdessen gehen die Kämpfe im syrischen Aleppo trotz einer von Russland angekündigten Feuerpause weiter. Hilfsorganisationen warnen vor einer Katastrophe.
In der umkämpften Stadt Aleppo soll Giftgas eingesetzt worden sein. Nach Informationen des arabischen Senders Al Jazeera warfen Helikopter des syrischen Militärs über einen von Rebellen kontrollierten Stadtteil Fassbomben ab. Diese hätten möglicherweise Chlorgas enthalten. Mindestens 3 Menschen sollen getötet worden sein. Al Jazeera beruft sich auf Augenzeugen in Aleppo. Eine unabhängige Bestätigung des Vorfalls gibt es nicht. Es ist ein großes Versprechen an Amerikas Mittelschicht. Im Falle ihrer Wahl zur US-Präsidentin will Hillary Clinton das größte Investitionsprogramm der Nachkriegszeit umsetzen. Die Kandidatin der Demokratischen Partei kündigte bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Iowa an, Geld in Straßen, Brücken, Flughäfen und erneuerbare Energien zu investieren und Millionen neuer Arbeitsplätze zu schaffen. Die Kandidatin braucht Kaffee. Einen Honig-Zimt-Latte, die Spezialität in diesem Laden in Des Moines, Iowa. Hillary Clinton macht hier Station auf ihrer Wahlkampftour und wirbt für ein ehrgeiziges Konjunkturprogramm. Investitionen in Amerikas marode Infrastruktur, in den Bau von Brücken, Straßen und Flughäfen sollen wie ein Jobmotor wirken. Wir leben von Infrastruktur, die unsere Eltern, unsere Großeltern und in manchen Fällen sogar unsere Urgroßeltern gebaut haben. Viel davon ist überfällig für Wartungsarbeiten und Modernisierung. Das wird gut sein für unsere Wirtschaft, aber auch gut für Amerikas Arbeiter und Betriebe. Als Präsidentin wolle sie in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit das größte Investitionsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg auf den Weg bringen. Wenn Sie sich mein Wirtschaftsprogramm anschauen, und viele unabhängige Analysten haben das getan, dann sehen Sie, dass wir rund 10,4 Millionen neue Arbeitsplätze in Amerika schaffen werden. Was Donald Trump vorhat, wird uns dagegen etwa 3,5 Millionen Jobs kosten. Auch für mehr Arbeitnehmerrechte und einen Mindestlohn von $15 pro Stunde will Clinton sich stark machen. In ihren Positionen durch den Druck von Bernie Sanders spürbar nach links gerückt. Immer mehr Unternehmer in Deutschland haben ausländische Wurzeln. Ihre Zahl stieg auf rund 700.000. Das ist ein Viertel mehr als noch vor gut 10 Jahren. Die Summe der Arbeitsplätze, die durch diese Unternehmer geschaffen wurden, wuchs auf 1,3 Millionen und damit um 36%. So eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Dabei sind die Migranten mehr als Dönerproduzent und Co. Sie arbeiten verstärkt etwa auch im produzierenden Gewerbe und in der Baubranche. Europas größter Reisekonzern TUI macht heute an der Börse von sich reden, denn trotz der Angst vieler Urlauber vor Anschlägen läuft das Geschäft. Klaus Rainer-Jackisch, wie passt das zusammen? Nun, das liegt daran, dass sich die Touristenströme sehr deutlich geändert haben in den letzten Wochen. In der Tat gibt es deutliche Einbrüche beim Umsatz, etwa in der Türkei, in Ägypten, in Tunesien und anderen Staaten, in die man im Moment nicht so gerne reist. Stattdessen allerdings reisen die Leute vor allen Dingen auf die Iberische Halbinsel, insbesondere nach Spanien oder nach Portugal. Und dort ist es so, dass die Hotelpreise deutlich nach oben gegangen sind. Und in einigen Bereichen, etwa auf Mallorca, ist es im Moment sehr schwierig, überhaupt ein Zimmer zu bekommen. Das alles führt dazu, dass es auf der einen Seite, wie gesagt, zwar Umsatzausfälle bei der TUI gibt, aber die können ausgeglichen werden durch die höheren Preise in den anderen Bereichen. Und dementsprechend hat man auch sehr deutliche Gewinne gemacht und die auch steigern können im vergangenen Quartal. Das ist der Grund, weshalb auch der Aktienkurs stark gefragt ist. Ein Plus von rund 1,8% im Moment. Gute Unternehmensnachrichten treiben auch heute den gesamten deutschen Aktienmarkt an. Der DAX ist in der Pluszone, steht im Moment bei genau 10.700 und einem Punkt, 50 mehr als gestern. Die Stimmung also weiterhin sehr gut. Danke, Klaus Rainer-Jackisch nach Frankfurt. Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal Ihr Auto mit dem Schlüssel geöffnet? In der Regel wird der Wagen inzwischen per Knopfdruck auf- und abgeschlossen mit der Fernbedienung. Diese Funkschlüssel aber weisen häufig große Sicherheitsmängel auf. Spezialisten ist es gelungen, Schließsysteme von 15 Autoherstellern zu knacken, ohne Spuren zu hinterlassen. Besonders betroffen ist Volkswagen. Ingenieur Timo Kasper hat die Sicherheitslücke entdeckt. Dieser Supermarktkunde weiß genau, er hat sein Auto abgeschlossen. Wie hat er das aufgemacht? Will ich jetzt wissen, ehrlich. Okay, komm mit. Mit diesem Gerät hat der selbstständige Sicherheitsberater den Verschlüsselungscode geknackt. Schließt ein Autobesitzer ab, fängt das Gerät das Funksignal auf und entschlüsselt es.
kann es jetzt replizieren, das Auto öffnen und verschließen wie mit einem Originalschlüssel. Gemeinsam mit zwei weiteren Forschern hat Timo Kasper Sicherheitslücken bei 15 Herstellern gefunden. Vor allem VW habe die geheimen Codes seit Jahren wenig verändert. Jetzt nachzubessern sei kaum zu stemmen. Es wird finanziell, denke ich, unbezahlbar. Also man müsste quasi jetzt für jedes Fahrzeug, müsste man das im Moment gleiche Geheimnis gegen ein Fahrzeug-individuelles austauschen. Dazu müsste man auch den Schlüssel öffnen. Der ADAC wirft den Autobauern schwere Versäumnisse vor. Autos sind ja heutzutage fahrende Computer und dementsprechend sind natürlich Autohersteller gefordert, dass sie die Fahrzeugsysteme und die Technik so absichern, wie es eigentlich auch in der IT-Branche schon längst Standard ist. Auf Anfrage von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung erklärte VW, aktuelle Modelle seien von der Sicherheitslücke nicht betroffen. Alle Jahre wieder öffnet die Ruhr-Triennale ihre Pforten. Dieses Mal will das experimentelle Theater- und Musikfestival politischer sein als sonst. Anschläge, Amokläufe, Brexit, Flüchtlinge und der Putschversuch in der Türkei. In dieser Atmosphäre kommen Werte auf den Prüfstand. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. So das Motto mit Fragezeichen. Alles unter dem Leitmotiv seid umschlungen, um auf Hass nicht mit Hass zu antworten. Ein Truck auf den Spuren der Zeit im Ruhrgebiet. Truck Tracks Ruhr probt noch für die Premiere. Dieses Zuschauergefährt zeigt einen durch begleitende Töne und Texte verfremdeten Blick auf die Region. Verstörend schräg, wie sich die Wahrnehmung hier verändert. Es ist eine von 200 Veranstaltungen der Ruhr-Triennale. Viele davon in den zurückgelassenen Brachen der Schwerindustrie entlang der Ruhr. Eröffnet wird das Kunstfestival in der Jahrhunderthalle in Bochum mit der Oper Alcest. Die Frau des Königs Alcest entscheidet sich für den Tod, um ihrem Mann das Leben zu retten. Für die damalige Zeit ein absolut starker Akt der Emanzipation. Es ist eigentlich der erste Oper der Aufklärung. Und er ist geschrieben 1765 etwa. Und dann später ist natürlich die Französische Revolution hat wirklich stattgefunden. Dazu passt das diesjährige Motto Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sagte sich der Regisseur und entschied sich auch noch für ein Happy End. Lässt Alcest wieder auferstehen. Das breite Spektrum im Angebot der Ruhr-Triennale ist Programm. Möglichst viele sollen zur Kunst verführt werden. Seid umschlungen, das Hauptmotto der Ruhr-Triennale. In Rostock beginnt in wenigen Minuten die 26. Hansesail, eines der weltweit größten Treffen von Museumsschiffen und Traditionsseglern. Bis Sonntag werden etwa 180 Schiffe und 1 Million Besucher erwartet. Ein Highlight für viele Gäste ist die Möglichkeit, für eine Fahrt anzuheuern. Von den mehr als 20.000 Mitsegelplätzen sind, laut Veranstalter, noch viele zu haben. Und wir kommen zu den Wetteraussichten. Morgen meist bedeckt und verbreitet Regen, im Laufe des Nachmittags und abends im Westen Auflockerungen. 13 bis 24 Grad. Und das war's von uns. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Hier geht es jetzt weiter mit Brisant. Ihnen allen einen schönen Abend.